Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Saphir, der Egglock Challenge. Ja, der Grund, warum ich hier in dem Item-Menü bin, ist ein ganz besonderer. Ich habe nämlich einen Feuerstein und wir haben ganz zufällig auch ein Fukano. Und ich glaube, dieses Fukano brennt darauf, Wortspiel, sich zu entwickeln. Und ich glaube, das tun wir jetzt auch, denn Fukano lernt später nur noch Flammenwurf. Darauf kann ich verzichten, weil wir dem sowieso wahrscheinlich Feuersturm beibringen. Können wir kaufen. Und Flammenwurf gibt es auch nochmal als TM, falls es wirklich nötig ist. Und es lernt Extreme Speed auf Level 49 und Flammenwurf, glaube ich, auch auf Level 49. Und bis wir Level 49 sind, sind wir schon lange in Seegras Orb City, weil da können wir Feuersturm fangen. Kaufen, nicht fangen. Und ja, wir haben jetzt ein wunderschönes Arcani. Ich habe trainiert. Ich habe auf dem halben Weg gemerkt, so, oh Moment, die Arena hat vorher noch Trainer und deswegen sind manche Level 30 und manche Level 29. Ich wollte eigentlich alle auf Level 30 bringen, bis ich gemerkt habe, so, ah, Moment, das ist sonst zu viel. Und ja, das war dann mal wieder typisch ich. Ne, Moment, wir gucken uns mal die Werte von Arcanian, genau. Ich so, wie heißt das Ding? Ha, okay, möchte mir der Spezialangriff und die Initiative irgendwas sagen? Ich weiß nicht. Aber ja, meine Pokémon sind irgendwie von 69 geprägt. Ich schwöre euch, bisher hatten fast alle die HP bei 69. Also, ja. Ja, ich möchte die Tür öffnen. Wir benutzen auch gleich mal unser Arcani, einfach um zu gucken, wie es so abgeht. Ich denke, das wird ganz lustig. Also, ja, wir sind, glaube ich, nicht overlevelt. Also, ich glaube, das höchste Pokémon der Arena ist Level 31. Ja gut, vielleicht sind wir ein bisschen, aber mein Gott. Ich wollte heute mal keine Tote haben. Ich wollte einfach nur hier durchrushen. Und ja, Oras. Oras ist bald soweit, ne? Ein, zwei Wochen. Zwei Wochen. Zwei Wochen. 28. ne? Was holt ihr euch denn? Das wollte ich gerne wissen. Weil mir wurde auf Twitter gesagt, voll viele Let's Playen und Spielen, auch privat, Alpha Saphir. Das kann ich gut verstehen, weil ich mag Alpha Saphir auch lieber als Omega Ruby. Aber ich werde Omega Ruby Let's Playen, weil ich einfach Alpha Saphir... Da gibt es Kyogre und Latias, die ich gerne auf DVs resetten möchte. Und deswegen... Einfach nur deswegen spiele ich das, weil ich habe immer die ganze Zeit diesen Struggle gehabt. Was Let's Play ich? Ich weiß es doch nicht. Und dann, ja, dachte ich mir so, komm, machst du das, ist egal. Ich dachte nämlich ehrlich gesagt, dass die meisten Omega Ruby Let's Playen würden, weil die meisten Groudon irgendwie cooler finden als Kyogre, was ich nicht verstehen kann, weil ich das nicht so finde. Aber ja, anscheinend ist das nicht so und ich verstehe nicht wieso. Und deswegen wollte ich euch einfach mal fragen, was ihr denn so spielt oder was ihr euch holen wollt. Vielleicht auch beide. Ich hole mir ja auch beide, aber halt das eine Let's Play ich und das andere. Das chillt dann so bei mir privat. Ja. Also, ja. Ich weiß noch nicht, ob ich, also es wird ein bisschen wahrscheinlich, ich spiele ja beides dann. So, dann spiele ich doppelt die ganze Zeit. Oh, nee. Oh, nee. Nee, das möchte ich gar nicht, das möchte ich gar nicht herausfordern. Guck mal, Arcani geht voll ab. Lass uns mal Horny ausprobieren, weil der sollte eigentlich unser MVP in dieser Arena werden, da ich Angst vor diesem Leta King habe und wir noch kein Schutzschild haben und die Viecher ganz schön reinhauen. Also... Ja, ich sehe eigentlich einen Toten, aber erstmal gucken, vielleicht haben wir Glück. Ja, mal sehen. Also, ja. Weil die Arena, vor der hatte ich schon immer Respekt. Respekt. Ja. Deswegen mal sehen, wie das so kommt hier alles. Okay, das ist schon mal ein definitiver One-Hit, das ist doch schön. Das freut mich. Dass die alle nur ein Pokémon haben. Ja gut, da overlevel ich ja doch nicht so. Ich dachte, die geben jetzt voll viel krass XP, so wo ich voll Angst haben muss. Nee. Oder? Habe ich irgendwas, was mich so klein heilt? Weil da muss ich jetzt nicht da extra nochmal hinrennen zum Pokémon Center. Was ist das denn? Ach man, jetzt habe ich... Wisst ihr nämlich diese 10 KP? Okay, ich gehe nochmal zurück. Es tut mir leid. I'm so sorry right now. That I'm going back.
für diese paar. Ich weiß, das ist voll dämlich, ne? Aber manchmal sind diese 11, das waren ja sogar 11 KP, voll entscheidend darüber, ob ein Pokémon halt gewinnt oder verliert. Ja, ihr könnt mich jetzt auslachen, aber das ist so. Das ist einfach so. Und ich möchte jetzt mal ohne Panik und ganz gechillt diese Arena-Leiter machen, weil, ja, das möchte ich auch mal erleben. Weil in der Nuzlocke habe ich dieses Gefühl noch nie erlebt. Aber ich glaube, das ist auch nicht möglich. Außer man levelt natürlich 50 Level drüber. Dann habe ich auch keine Angst mehr. Aber das ist ja jetzt nicht wirklich... Also das, ich habe ja auch nicht starke Pokémon, ne? Die sind fast alle nicht entwickelt, also... Ja. Generell habe ich jetzt nicht so krasse Pokémon, wo ich sage, boah, Mann, das ist ja so stark. Ich, wow, ich... Ja, ne? Voll overpowered und so. Aber notfalls habe ich ja noch Reserve so in der Box. Also, mir kann eigentlich nichts passieren. Ich habe noch Ampharos und so. Also, falls jetzt was stirbt, mein Gott. Ja, dann stirbt es halt. Was soll ich denn machen? Ich speichere mal. Ja, ich habe lange trainiert. Ich war da unten unter Laubwechselfeld bei Fipitis und so. Da habe ich trainiert. Da kann man gut trainieren, so als Tipp für euch, falls ihr sowas auch macht. Und da kann man gut trainieren, ja. Vor allem, wenn man halt speedet. Ja, ich bleibe einfach mal mit Horny vorne und guck, was so abgeht, ne? Ich habe ein bisschen Angst. Aber egal, wir akzeptieren Tote einfach. Alles wird gut. Wir feuchten uns an. Was hat der gerade anfangen? Okay. Sayu, ich bin so glücklich, dass mein eigenes Kind stark genug ist, gegen mich zu kämpfen. Aber Kampf ist Kampf. Ich werde als Arena-Leiter alles tun, um diesen Kampf zu gewinnen. Sayu, du solltest ebenfalls dein Bestes geben. Okay, Daddy, I do it. Dass wir für die paar Trainer jetzt 6 Minuten gebraucht haben, ich bin verblüfft. Aber wir haben auch nicht gespeedet. Ich war ganz vernünftig. Ich war sehr lieb. So, okay, Leta King Level 28. Das ist das Schwächere. Logischerweise. Oh, nee. Das war jetzt so aber nicht geplant. Das wusste ich nicht, dass es das kann. Oh, nö. Aber jetzt habe ich einen... Okay, das zieht eigentlich gut ab. Ja, das sieht... Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, ist das noch so gewesen, dass es einschläft, wenn die Runde vorbei ist? Oh, ich weiß nicht. Also, ob das in der Generation... Ich mache YOLO. Wir haben ja eh einen Free-Turn. YOLO, to the max! Okay. Schläft es jetzt noch ein oder nicht? Nee, anscheinend nicht. Oder? Schläft es jetzt danach ein? Oh, das ist alles so schwierig. Soll ich jetzt jemand anderen nehmen, falls es doch einschläft? Moment, ich guck mal ganz kurz, wie viel Verteidigung du hast. Nicht so viel, ne? Das ist jetzt nicht so krass. Oha, warum hat denn das so viel Verteidigung? Was ist denn da los? Sekunde. Ah, lass mich überlegen. Wartet mal. Was ist das nochmal? Für ein... Steht ja irgendwo... Ah, da. Nee. Okay, nee. ich schicke einfach Regi raus. Ja, sorry, Leute. Ich will jetzt nichts riskieren. So, dann der Regi. Okay. Ich mache einfach Flammenrad. Was soll's? Ich habe halt ein bisschen Angst, mit Flammenrad zu verbrennen. Gerade deswegen. Ja, das ist denn nämlich nicht so schön. Ich weiß gar nicht, ist... Ah, scheiße, jetzt ist wieder dieses... Ist das physisch? Nee, also das ist jetzt nicht so schön. Das haben wir nicht so gern. Ich weiß nämlich gerade nicht, ob es eine Kampfattacke konnte. Ich schick Monstrum raus, ist egal. Du schaffst das, Monstrum, ich glaub an dich. Weil, guckt euch das mal an. Das ist voll gut. Und, ja. Stärke, ich glaube nicht, dass wir das damit irgendwie... damit verletzen können, so wirklich krass. Deswegen habe ich kurz überlegt, ob ich Metallklaue machen soll, aber... wegen dem Attack-Hoch-Dings. Ach ja, ich habe ihm übrigens Stärke beigebracht. Nur ne, jetzt wisst ihr Bescheid. Ja, okay.
Vielleicht sollte ich doch mit Metallklaue ein bisschen arbeiten. Das wäre voll cool. Aber ich krieg den Attack-Dings bestimmt nicht. Das ist dann nicht so cool. Gibt's den überhaupt? Ja, ne? Gibt's auch. Oder bin ich jetzt voll im falschen Film? Kann natürlich auch sein. Ja, Sayura, was? Du weißt, Attack hoch? Was? Wovon redest du? Genau wie von den Torheide und so, ne? Wie bei dem Trainer. Oh je. Ja, ja, ich bin halt zwischendurch nochmal in Saphir, ne? Das ist dann halt, in Smaragd nie gespielt, aber die Pokémon davon kennen. Okay, anscheinend gibt's den Attack hoch Dingsbums nicht. Oder ich habe einfach nur Pech. Ich weiß es doch auch nicht, ey. Oh, come on. Aber sehr schön, wenn er das da verschwindet. Ist ja voll cool und so. Aber Monstrum macht sich gut, ne? Ich bin stolz auf unser kleines, süßes Studio. Es macht so toll. Da war ich gar so viel Damage und das hat getroffen. Ich bin so stolz. Ach, es ist noch so jung. Aber es ist so gut. Ey, das ist nicht so lustig. Lass es bleiben. Gut, dass ich Jack nicht geschickt habe. Ich habe nämlich kurz überlegt, ob ich meinen kleinen Geist schicken sollte. Und ich hatte aber Angst, dass es irgendeine Unlichtattacke kann. Weil das kann ja, glaube ich, auch Verfolgung lernen. Ich bin mir gerade unsicher. Aber ja, gut, dass ich es nicht getan habe. Ne? Das wäre nämlich der Tod gewesen, denke ich mal. Einfach so. Komm, mit Stärke machst du es jetzt kaputt. Ich überlege gerade. Soll ich jetzt Dings rausschicken? Horny? Oh, ich habe irgendwie so ein ganz komisches Gefühl in der Magengegend. Wenn ich Horny jetzt schicke, das. Egal! Wir machen nochmal YOLO. So dieses. Ich glaube, das solltest du nicht tun. Aber egal, ich schaff das schon. Durchbruch! Okay, das sollte nicht killen. Das war viel zu viel Damage. Danach haben wir einen Free-Hit, ne? Ich glaube, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, diesen Gegner zu... Und jetzt auf einmal so Damage Rage. Au, doch nicht. Doch. Yay! Bestes Team aller Zeiten. Okay, nee. Ja gut, Level 29, ne? Aber das macht nichts. Ich bin trotzdem stolz auf unser Team. Das hat's voll gut gemacht. Nö. Also, ja. Vor allem Monstrum. Der Kleine. Der Süße. Der süße kleine Fratz. Ja, ja. Das war cute. Aber die Fassade hat doch mehr abgezogen, als ich dann dachte. Das hat schon etwas wehgetan. Aber das macht nichts. Wir haben es geschafft. Ja, wir können Surfer erlernen. Das ist cool. Denn wir haben ja jetzt Seemobs und Seemobs brennen schon darauf, Surfer endlich zu lernen. Und Fassade finde ich auch echt eine geile Attacke. Also ich weiß noch nicht, wem ich das beibringen werde. Wahrscheinlich Schwalboss, aber ich weiß ja nicht, ob es überlebt. Oh ja, die Eltern, die möchten etwas schenken. Okay. Jo. So. Da war ich jetzt ganz kurz böse. Wo, hier, ne? Wohnten die nicht hier? Los, gib mir Surfer. Ich weiß, dass ihr das habt. Gib. Halt die Schnauze. Ich will einfach nur meine VM haben. Danke. Das ist super lieb von dir. Oh, ich bin da glücklich. Yeah. Ich habe ja vor dem Part meine Digimon. Oh ja. Mhm. Meine Pokémon mit Digimon-Musik vollgepumpt. Das hat ja auch schon im Stream gewirkt. Da habe ich ja auch ein Shiny durchbekommen jetzt. Das hat alles voll viel gebracht von diese Digimon-Lieder. Die stärken meine Pokémon. So, ich glaube, das ist einfach... Ja, ich denke mal, Erholung mache ich weg. Ja, Erholung. Mach's gut. Tschüss. Ich glaube, auch Slaymobs wird unser MVP in der nächsten Arena. Die nächste Arena ist nämlich eine Flugarena. Und ich habe gehört, dass Seemobs sich da schon sehr drauf freut, die alle zu vereisen. Und auch Jack ist Feuer und Flamme mit seinem Eisstrahl. Ja, ja. Und Flo, Monstrum. Wie heißt das hier nochmal? Stolunia mit seinem Felsgrab ist auch Feuer und Flamme. Also, ja, ich glaube, das wird ein Festmahl. Jetzt ist eine sehr gute Frage, wo ich denn hin muss. ja, genau. Mhm.
mal von Pro City. Oh, ich will fliegen. Also ich muss nach Grafikport, das ist klar. Dann muss ich nach Malvenfroh. Ja, da kann man ja schwimmen. Ja. Ich weiß. Also wir sehen uns dann in Malvenfroh City da rechts wieder. Das tue ich euch jetzt nicht an. Und ja, ne, wir sehen uns dann da wieder. Und dann machen wir die Route bis zu Baumhausen City. Und dann machen wir Baumhausen City. Und dann gehen wir runter zu Seegrasulp. Dann machen wir Seegrasulp. Und dann... Und so weiter, ne? Ihr wisst schon Bescheid. Ja, halt die Schnauze, Sayuri. Okay, bis zum nächsten Mal bei Pokémon. Aber spielen wir Saphir! Der Egglaut Challenge. Bis dahin.